Was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Bajan. Ich bin in Stuttgart angekommen, bin heute in sowas wie einem Airbnb, glaube ich. Es hat mir das Team organisiert. Ich habe schon den Schlüssel geholt. Ich werde jetzt mal reingehen in die Bude, werde meine Sachen ablegen und ja, ich nehme euch mal mit und dann seht ihr mal die Wohnung für dieses Wochenende. Viel Spaß bei dem Video! Ich habe keine Ahnung, in welchem Geschoss ich bin. House Rules. Ah, vielleicht ist das House Rules. No noise after 8 p.m. No smoking, no partying. Tatsache. Hallo? Hier läuft einfach Musik. Wir müssen auf die Straße zu Birgit, es gibt Neuigkeiten. Vorsicht auf. Es läuft einfach Musik. Und ich dachte, was ist hier los? Wer ist da da? Cool. Dusche ist da, Badewanne, zwei Waschbecken. Großzügig. Schrank, Doppelbett. Ich bräuchte einen Schreibtisch eigentlich, Alter. Einzelbett. Hier ist sogar ein Balkon. Hey, ist voll nice hier. Ich hätte jetzt vielleicht meine Schuhe ausziehen sollen. So, wo ist das WC? Das müsste das WC sein. Jawohl. Bisschen dunkel, wo ist das Licht? Da. Jo. Ist schon okay, gell? Ich sehe schon, hier ist es richtig nice. Da ist noch eine Schlafcouch. Nice Küche. Da liegt noch eine Banane drauf. What the fuck? Mikrowelle, Herd, Ofen. Spülmaschine müsste das hier sein. Jawohl, Spülmaschine. Eine kleine Bar. Das müsste der Kühlschrank sein. Jawohl. Was ist das hier so? Ablageraum. Läuft. Ja. Richtig geiles Wohnzimmer, sag ich mal. Mit richtig viel Licht. Hier sind so zwei Fenster. Ich glaube, das kann man sogar auch noch aufmachen. Nice. Schön ins Grün raus. Und hier eben noch eine Balkontüre. Kann man auch noch aufmachen, denke ich. Nice. Das hier. Das geht, glaube ich, nicht auf. Das ist wahrscheinlich ein festes Element. Ja, nice, Mann. Das ist eine geile Bude. Schade, dass es nur für dieses Wochenende ist. Ja, das war es jetzt erstmal kurz mit dem Roomtour, mit der Roomtour, mit dem House Visiting. Ah. Das ist wahrscheinlich die Fernbedienung für die Garage. Nice. Fernseher ist auch da. Da drüben. Taugt. Ich finde es hier mega geil. Danke. Wer auch immer das für uns organisiert hat. Coach Jeremy oder Sugar Search. Ich freue mich. Ich habe Bock. Lasst das Wochenende beginnen. So, kurzes Update. Und zwar, ich habe was gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur gerade im Bett gechillt. Und zwar, wie lange? Bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ich gehe jetzt mal, ich bin vorhin an dem Lidl vorbeigefahren, damit ich heute Abend und morgen früh was zu futtern habe.
kaufe ich jetzt schon ein, weil ich habe ja einen längeren Heimweg, als wenn ich ins Hotel fahre. Dementsprechend will ich dann nicht noch einkaufen gehen nach dem Training, sonst bin ich erst um 1 oder so daheim. Ich gehe einfach jetzt schon einkaufen. Es gibt ja eine Küche zum Glück mit Kühlschrank und so weiter. Ich hole mir ein bisschen was, womit ich mir dann am Abend was kochen kann. Irgendwas Schnelles, irgendwie Nudeln oder so. Keine Ahnung, Nudeln mit Pesto, sowas geht ganz schnell. Und halt, keine Ahnung, irgendwie Müsli oder so für in der Früh. Ja, damit ich dann versorgt bin erstmal. Und wenn ich dann wieder zurück bin, dann werde ich sowieso auch mal langsam jetzt dann mich ready machen fürs Practice. Jetzt schauen wir erstmal, ob dieser Sender hier funktioniert. Oh yeah, baby. Let's go. Das heißt, ich kann dann auch in der Nacht hier parken. Das ist sehr, sehr gut. Mhm. Schön. Mit Licht. Geht das? Jawohl. Das auch. Richtig schön. Hey, ohne Scheiß. Die Bude finde ich so geil. So geil. Ich wünschte, ich könnte einfach immer hier sein. Auch wenn es ein bisschen weit weg ist vom Feld. Weil es ist nicht in Stuttgart selbst, in der City. Aber es ist einfach eine richtig geile Bude. Was geht ab, Leute? Es ist Freitag. Und ich habe heute nichts gemacht. Habe nur gearbeitet. Habe nochmal ein kurzes Nickerchen gemacht, weil ich ziemlich kaputt vom Training war. Und jetzt ist es schon 19 Uhr. In eineinhalb Stunden geht das Training los. Ich bin gerade dabei, mir noch ein paar Videos vom gestrigen Training anzuschauen auf Huddle. Und hau mir nebenbei noch mein Pre-Practice-Zeugs rein. Ein bisschen Carbs für die Energie. Und dann fahre ich auch schon los. Ich hole den Alex ab, das ist unser Strength and Conditioning Coach. Der ist auch aus Augsburg, der ist heute kommt heute mit dem Zug an. Den hole ich ab vom Bahnhof und fahre dann ins Training und nach dem Training kommen wir dann hierher. Wir sind dann zusammen in der Bude und ja, das war's auch schon. War heute eher ein ruhigerer Tag. Mal schauen, wie ich mich morgen fühle nach dem Training. Vielleicht kann ich ja morgen was anderes starten, was ich euch dann auch zeigen kann. Ansonsten, ja, das Training ist natürlich jetzt wieder ungewohnt, dass man dreimal hintereinander trainiert. Und zwar, das Training ist auf die Minute durchgetaktet, ist hart. Wir werden an unsere Grenzen gebracht. Nach langer Pause braucht der Körper natürlich wieder ein bisschen zum Regenerieren. Deswegen war ich jetzt nicht so mega aktiv heute. Aber wird sich auch noch besser mit der Zeit. Also, schauen wir mal, was der Freitag bringt. Ach ja, es gab keine Aufnahmen vom Training, weil keiner da war, der aufgenommen hat. Murphy ist krank und hat Corona und sie hat sich heute getestet, ist immer noch positiv. Das heißt, heute vom Training, wenn keiner da ist, der die Kamera in die Hand nimmt, wird es wahrscheinlich wieder keine Aufnahmen geben. Ich kann nichts machen, ich bin auf dem Feld und muss abliefern, dementsprechend brauche ich ein bisschen Unterstützung, was das Videomaterial angeht. Aber ihr kennt ja das meiste Zeug. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie dieses Video wird. Ja, es ist 20.02 Uhr. Ich will den Alex abholen vom Bahnhof. Aber der Stuttgarter Verkehr unterdrückt. Der unterdrückt mich einfach. Hammerhart. Kann man für eine Strecke, die 25 Minuten dauert, eigentlich eine Dreiviertelstunde brauchen. Welcome to Stuttgart, ey. Irgendeiner hat diesen Kindern hier Gummibänder gegeben. Did you give them the bands? I certainly did, sir. The water. Do it twice. Make them better. Hast du nicht irgendwas zu tun? Tapen oder Warm-up oder irgendwas, Bro? Ich bin schon warm und ich brauche kein Tape.
Okay. Zeig mal, wie das hier. Oh yeah. Nice. Schauen wir den Oster an, bei dem ist noch ein bisschen schleppend, der ist nicht so flüssig. Auf einmal ist was los in der Wohnung, hörst du? Guten Morgen. Morgen. Macht sich der Junior viel Zwiebeln, wenig Tomaten. Was geht? Hast du noch eine Sprachnachricht gerade am Laufen? Jo, wir sind jetzt im Topspot, das ist unser Fitness-Sponsor, zusammen mit einem Junior. Wir haben jetzt geklingelt und schauen jetzt mal, ob uns hier jemand weiterhelfen kann. Wir sind beide das erste Mal da, das heißt, wir können nicht einfach so reinspazieren. Und, so sieht mein Training aus. Ich bin einfach nur fertig. Wir haben in 3,5 Stunden wieder Training, Alter. Junior hat sich schon den Gymnastikball hingelegt und sucht jetzt nochmal irgendwas. Keine Ahnung was. Oh. Junior. Übrigens, so sieht die Decke aus. So mit Kronleuchtern und mit Schallabsorbern. Das ist bestimmt weird, das anzuschauen, weil das so weiß auf dem Kopf ist. Etwas, was ich mit meinem Gewicht nie machen können werde. Ich glaube, das Teil würde platzen, wenn ich da drauf gehe. Ich glaube, ein bisschen zu wenig Luft drin. Ein Athlet, der Junge! Good job! Come off the field! Good job! Yeah! Let's go! Gut gemacht, Jungs! Ihn musst du filmen, der hat meine Vlogs angeschaut. Und hat gesehen, wie geil das ist und deswegen ist er jetzt gekommen. Nur wegen den Vlogs, natürlich. Er hat gesagt, das war ein ausschlaggebender Punkt. Okay, das ist cool. So, und hiermit, hallo zusammen. Ja, ich hab schon einen Intro gemacht. Ach so, ja, okay. Nein, hab ich nicht gemacht. Oh, jetzt ist schon rum. Ich hab von heute nur das letzte Mal, wo wir im Fitness waren. Okay, Leute, der war heute im Fitness und so und jetzt ist Practice. Es ist Samstag, es ist gleich 18 Uhr. Also die offizielle Zeit hat noch nicht begonnen und ich muss auch noch brav aufschreiben, wer da ist, wer pünktlich ist, wer nicht da ist, wer abgesagt hat. King Kong kämpft mit einer Wespe. Die Wespe war riesig. So riesig wie du? Ähnlich. Weiter. Weiter. So, bis jetzt sind alle pünktlich. Oh, hey, Jonathan, do it again and then do Bruce Lee. Do Bruce Lee when he said, come on, one more time. Ninja Warrior. Well, it's not African. Nochmal, komm. You are African. You're African. That counts. This is African. Mein Sohn nenne ich Uranus. Wir kommen zu einem perfekten Timing. Nee, ich geb ihm nicht den Namen, Digga, der wird so geroastet. Wie ist dein Sohn? Nee. Anus, komm mal her. Nee, mein Sohn wird Dries Adonis Kimpiabi. Okay, Adonis. Okay. Was ist, wenn er fett wird? Dann lass ich nicht zu, Mann! Ja, genau. Ey, einfach Schwanz. So ein fetter Adonis. Hey, Mann, Papa. Ich hab dich lieb! Da fällt ihm noch ein Pferdchen. Komm her, Fatty Fat! Die alten Daddy-Witze. Nee. Hey, ready? Next. Ja, flex doch. Mein blauen Bier.
Precious fokussiert seine Spieler. Seine Spieler. Seine Teammates. Danke, das klingt schon besser. Warum machst du nicht mit? Ich habe zu hart trainiert. Hamstring der Verletzte. Okay, okay. Marco, Bauch reinziehen. Fragst du mich auch, warum ich nicht mit trainiere? Warum trainierst du nicht mit? Ich war auch zu hart trainieren. Ah, okay. Im Buffet. Man sieht. Ja, ich will auch, dass sie sich nicht schlecht fühlen. Ah, natürlich. So am Anfang der Saison ist es nicht gut für die Moral. Das ist gut, das ist sehr lieb von dir. Später. Wenn ihr einen Power-Move macht, wenn wir punchen, okay, klar kannst du das immer. Du kannst ihn immer noch... Das ist der ekelhaft, was? Zurückziehen. Okay, ich geh lieber zu dir, weil du das schön drücken. Okay, legst du mal rein. Das ist nie... Okay? Also das ist nicht... Natürlich wird es nicht so funktionieren, live jedes Mal. Aber es ist eine Option, dass wir haben, dass wir... Manchmal ist es auch vielleicht hier, okay? Aber wir müssen das Momentum nutzen, dass wir eine Option haben, wieder zu öffnen. Und sein Gewicht, ja, für unseren Benefit zu nutzen, okay, dass wir die Hüfte aufmachen können. Okay. Wir sind vorbei. Hallo, Blair. Ich will nur das filmen, Bro. Nur das. Mach mal Sponsor an. Ja, Mann, von wem ist das? Protein Joy. Mach mal Sponsor, ja. Protein Joy, mach mal Sponsor. Mach Sponsor. Ja, ein Wochenende ist wieder vergangen. Wir haben wieder ein Wochenende hinter uns gebracht. Wir fahren jetzt nach Hause, wir sind tot. Bis nächstes Mal, gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.